Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind fertig geworden in der letzten Folge mit der Mission bei der Geheimbasis der Adventsoldaten und haben nun links oben ein neues Ziel bekommen, nämlich schließe die Erforschung der Alien-Verschlüsselung ab. Und das sind natürlich links oben auch unsere wichtigen Ziele, von daher bin ich dafür, dass wir vielleicht mal in die Forschungsabteilung geht, weil wir da was tun müssen? In die Forschungsabteilung! Was denkst du? Nicht in die Waffenkammer? Ich glaube, wir sollen in die Waffenkammer. Das Spiel will... Aber wir gehen in die Forschung. Ist okay. Boah, kann ich auf die 2 drücken? Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Aha. Zeig mal an, was macht er jetzt gerade? 2 Tage für Advent-Soldaten-Autopsie. Können wir das nächste schon theoretisch auswählen? Ich kann bestimmt die Wissenschaftler ansehen. Wir haben 2 Stück, die sehen gut aus. Aber die Forschung ändern kannst du auch, ne? Einmal draufklicken. Genau, damit brechen wir noch nicht direkt ab, oder? Genau. Okay. Ja, da oben ist jetzt die Alien-Verschlüsselung. Genau, das ist eins unserer Ziele. Das dauert auch nur 6 Tage, aber sollten wir natürlich erst machen, wenn wir mit der aktuellen Sache fertig sind. Ach, guck mal, Hybridmaterialien ist angehalten, weil wir getauscht haben, oder? Das ist aber noch halb fertig. Das wird dann gar nicht oder? Anscheinend, ja. Würde das bedeuten, wir könnten jetzt auch damit anfangen und dann hält Advent-Soldaten-Autopsie an? Vielleicht. Aber lass uns das ruhig. Oder wollen wir nochmal 2 Tage warten? Können wir eigentlich machen, oder? Ja. Ich glaube, da gab es auch eine gute Belohnung für dann. Die vergehen ja bestimmt eh wie im Fluge. So, Waffenkammer dann? Ja. Ich bin mit den bisherigen Forschungsfortschritten zufrieden. Aber es gibt noch viel über die Pläne der Aliens zu lernen. Ja, danke, Dr. Teigen. Ja, der redet immer, wenn man gerade wegläuft. Ja, und wenn man kommt. Eigentlich redet er sowieso. Also, entweder er oder wer auch immer das ist, der uns immer Commander anspricht. Weiß gar nicht, wer das ist. Muss man den Aliens ja, Central, danke. Die Invasion war eine Sache. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie waren sie uns klar überlegen. Aber Advent, das ist etwas, auf das wir nie hätten gefasst sein können. Selbst mit besserer Ausrüstung nicht. Zwischen Propaganda, den Presseerklärungen und einem schier endlosen Vorrat an Friedenshütern bedeuten sie nichts als Ärger für den Widerstand. Ich glaube, wir müssen schneller spielen, sonst kommen hier ganz viele Sachen. Soldaten anzeigen. Genau, wir müssen ja jemanden kaufen jetzt, weil wir nicht genug haben. Ja. Wir haben den schwer verwundeten Grenadier Kieran McCarthy. Guck mal, er hat auch schon, die haben auch schon hier Spitznamen jetzt. Oh, er ist Wildman. Und Solar Brian Berry. Cool. Der ist allerdings noch völlig unverletzt. Der hat den letzten Einsatz komplett ohne Schaden überstanden, ist das zu glauben. Das ist nicht vielen Leuten gelungen. Ja, nur ihm tatsächlich. Dann haben wir Carol Lawrence, unsere Scharfschützin, die noch 25 Tage lang Chef. Oha. Sie wurde hart getroffen, aber sie kann noch befördert werden. Ist das nicht toll? Ja, na gut, die kommt am Ende des Spieles zum großen Finale dann zurück. In den Kommentaren ist so, wenn ihr befördert, sind die sofort geheilt. Aber guck mal, anscheinend anscheinend kriegt man nach jeder Mission automatisch einen neuen Rekruten dazu, wenn man denn welche braucht. Was? Weil zum Beispiel Gerard Buskirk ist den hatten wir aber letztes Mal schon. Ja, echt? Ich meine schon, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Aha. Na gut, dann hatten wir schon. Wir müssen uns jetzt 2 neue Leute kaufen, damit wir überhaupt in die nächste Mission können, oder? Ja. Wie geht das? Auf Rekruten drücken. Nee, rekrutieren. Ja. Haben wir genug Money? So, möchten wir Ingo Dicale. Kostet 25 Vorräte und kommt sofort. Ich weiß nicht, aus Nigeria. Ob die überhaupt einen Unterschied haben? 2008 geboren. Der ist 11 Jahre alt. Na? So, also die kosten alle 25 Vorräte. Ja, sagt dir irgendwer nicht zu oder zu? Hä? Haben die nicht eben... Haben die gerade ihre Gesichter getauscht? Ich dachte, das war eben Ingo. Iniko. Die sehen ja lustig aus. Ich würde sagen, wir kaufen die von oben weg, oder? Ja. Obwohl, hier, guck mal, Frieda Weiß ist aus Deutschland. Ui. Ja, wir kaufen uns Iniko. Oder steht irgendwo schon, was aus denen mal wird? Das steht da nicht, oder? Das können wir jetzt noch nicht wissen.
Ja, großes weiß nicht. Selbstvertrauen, Rückeroberung. Ja, das klingt gut. Eine sehr schöne Bewerbung hast du geschrieben. Bist gekauft. Und du bist auch gekauft. Und du noch nicht. So, das heißt, jetzt haben wir 4 Soldaten, mit denen wir was machen können. Jawohl. Genau, wenn wir den Brian Berry mitnehmen wollen in die nächste Mission. Ja, klar. Alles klar. Oder nicht? Ich hätte noch drüber nachgedacht, ob man vielleicht sagt, man nimmt 4 Rekruten mit, weil die ja dann wahrscheinlich sich auch alle werden befördert und alle sind, sag ich mal, nicht so super wichtig. Gut, wir nehmen noch Mosi Majunde mit. Aber man kann, wenn wir Brian Berry nicht mitnehmen, dann ist unser Team eben auch deutlich schwächer, ne? Also Brian Berry müsste eher ein bisschen hinterherlaufen. Ja. Kann natürlich sein, dass die Missionen, die wir machen, eben, ja, weiß nicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine schwere Mission irgendwann kriegen und Kieran McCarthy gerade wieder fertig ist, Brian Berry aber dann verwundet ist, ist natürlich blöd. Ja. Das heißt, wir hätten dann immer nur so ein halbes Team, so. Und für schwierige Missionen, wie wir, so wie beim letzten Mal, wäre es vielleicht schlau, dann auch mal so das A-Team haben, zu haben und vielleicht sonst mit dem B-Team anzureisen oder so. Okay, dann nehmen wir noch Mosi mit. Richtig? Ja. Ja, kommt drauf an, was für einen Einsatz wir haben. Wenn das jetzt wieder ein normaler ist oder ein einfacher sogar, dann könnte man ja auch mal mit 4 Rekruten einfach hin. Und dann sieht man auch, wenn neue die befördert Befehle, werden, Commander? Hat ja. man ein bisschen mehr Auswahl auch und so. Was wird hier gerade gebaut? Wissen wir das? Nee, ich glaube, sie macht gar nichts. Wie machen wir das nochmal? Gegenstände Welch? Herstellen, ne? Ja. Sie macht gerade gar nichts? Schon die ganze Zeit wahrscheinlich. Medikits? Kann sie keine Waffen herstellen? Hast du Waffen geklickt? Waffen? Gibt's nicht, ne? Kann okay. sie nicht. Was kannst du eigentlich? Och Gott, oh Gott. Kannst du ein Medikit herstellen, oder? Ist das nicht gut? Ja? Aber kann es jemand benutzen? Oder Einrichtungen bauen? Einrichtungen? Oh ja, das ist gut. Haben wir einen Slot frei? Da ist doch ein Slot frei, oder nicht? Ach cool, es gibt Belohnung, es gibt Vorräte dafür. Das heißt, es gibt uns Geld. Ja, das ist tatsächlich ein... Also hier ist... Nee. Also hier müssen die Maschinen weggeräumt werden. Da auch. Hatten wir nicht irgendwas? Ich glaube, oben ist ein Testbereich. Das müssen wir sowieso machen, oder? Was ist da? Ah, da ist der Testbereich. Das heißt, wir können jetzt was Neues freiräumen? Können wir noch was anderes machen? Nee, ne? Ah, auf dem Testbereich. Ich konnte mir ein paar der geborgenen Edwin-Waffen näher ansehen. Die Legierungen sind deutlich leichter und damit besser für den Einsatz durch Menschen geeignet. Ich denke, es ist dasselbe Material, das sie in ihren Kolonien benutzen. Aber das Grundmaterial muss von der Erde stammen. Sie scheinen unbegrenzte Ressourcen von dem Zeug zu haben. Ah, stimmt, die eine Ingenieurin, die wir haben, ne, die macht da jetzt was. Die macht jetzt den Schädelstecker. Ah ja, super. Dann Salika. Projektdauer minus 50%. Dann brauchen wir ja gar nichts anderes machen. Dann kann ich ja eine Mission machen, richtig? Sieht so aus, ja. Oder du sagst eben, dass wir in dem Bereich noch einen Gegenstand erforschen wollen. Für Vorräte, das wäre vielleicht auch sinnvoll. Sie erweisen sich immer wieder als einfallsreich, Commander. Das kannst Obwohl du dann Obwohl sie den Aliens mit der Zerstörung der Geheimeinrichtung zugesetzt haben, liegt noch viel Arbeit vor uns. Genau. So, jetzt können wir doch, wenn ich... Kann ich nicht... Wie gehe ich nach links? Also, Kontakt herstellen. Ist doch bestimmt... Kostet das Zeit oder was? Nee, wie geht das nochmal? Weiß ich nicht. Wollen wir nach Westafrika oder nach Neuchile? Neuchile. Neuchile? Ist das gut? Ja. Hier ist kein... Ist hier eine Mission, die wir auch machen können? Hier kriegen wir 6 Rekruten oder was? Nee, 6 Tage und wir kriegen Rekruten. Achso, aber das ist nur Zeit verstreichen lassen, richtig? Ja. Das ist nur Zeit verstreichen lassen, das ist nur Zeit verstreichen lassen und das ist nur Zeit. Alles nur Zeit verstreichen lassen. Wir wollen hier Zeit verstreichen lassen. Kostet $60. Nee, gibt uns $60. Ja, let's go. Preis 60 Info. Wie viel Info haben wir? 30 Informationen mal Verbindungsstrecke zum nächsten Funkrelais. Ja? Ja, mach mal. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Aha. Ah, so, Kontakte 3 von 3 steht da oben.
müssen wir also unsere Systeme verbessern. Super, da kriegen wir bestimmt eine Mission für oder müssen das erforschen oder so. Also das kann ich jetzt aber noch machen, richtig? Ja, ich weiß nicht, wir haben gerade keinen Einsatz, oder? Also es ist irgendwie nichts zu tun gerade. Aber kann ich das jetzt nicht trotzdem noch auswählen? Ist das nicht der dritte Kontakt? Ja, aber es würde Tage verbrauchen einfach, ne? Ist doch gut. Man kann ja auch irgendwie Missionen machen statt Targets. Aber wir haben ja keine. Das stimmt, ja. Ich glaube, es ist nichts da, oder? Ich verbrauche jetzt mal Tage, da wird schon was kommen. Das ist rechts oben. Steht da? Feuergefecht, Soldat. Aha. Na gut. Ja, passt schon. Ich weiß es nicht. Weitermachen. Ich mache mal hier jetzt. Ja. Mal gucken, was passiert. Versuche, wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Ja, kann das nicht jemand anders annehmen? Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Monatliche Vorratseinnahmen plus 217 Paragraphen. Neues Personal verfügbar. Dr. Lea Green und Dr. Rosa Martinez. Kriegen wir die jetzt? Haben wir die jetzt? Ach so, das ist der monatliche Bericht, ne? Also wir haben einen vereitelte Vergeltungsschläge 1, abgeschlossene Guerilla-Einsätze 1, abgeschlossene Ratseinsätze 1. Wo siehst du das? Unten, Widerstandsaktivitäten. Ach da! Die Zusammenfassung, kontaktierte Regionen 1, das war glaube ich Südafrika. Ja. Widerstandsgerüchte untersucht 1, Advent-Geheimeinrichtungen untersucht 1. Das klingt gut, das ist alles grün und bei Alien-Aktivitäten ist gar nichts. Ja, ist gut, oder? Die warten noch. Die machen irgendwann irgendwas Heftiges. Ja, auf jeden Fall. Aber im Moment sieht es super aus. Wir haben alles im Griff. Weiter so. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeit zum Stoppen des Avatar-Projekts gefährden. Wir können eine dieser Bemühungen mit Guerilla-Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Oh, cool. Düstere Ereignisse. Das hat Central gerade gesagt. Nächster Vergeltungsschlag ungefähr in 5 Wochen. Und was können wir jetzt machen? Informant beim Widerstand oder XCOM-Jagd? Ein UFO jagt die Avenger, ist in Vorbereitung und die Aliens bringen einen Maulwurf beim Widerstand unter und reduzieren die Zeit bis zu einem Vergeltungsschlag um 2 Wochen. Muss ich davon jetzt was anklicken oder was? Wir nehmen das UFO, das klingt cool. Oder? Obwohl wir können. Ah, okay, da unten steht, glaube ich, wie wir es verhindern können. Oder? Also, ach links so. Zum Beispiel, was soll man tun, wenn die Menschen, die man beschützen will und für deren Schutz mein Vater gestorben ist, sich gegen einwenden? Okay, hilft vielleicht doch nicht. Und das rechts ist irgendwas mit Foltern. Das ist irgendein Zitat von Chefingenieurin Chen. Ja. Ich klicke mal das UFO an und gucke mal, was passiert, oder? Ja. Nichts. Okay, ich glaube, ich muss diesen Button hier drücken und das ist nur so eine Vorwarnung. Merkt ihr, in 5 Wochen passiert irgendwas. Ja, oben steht übrigens was anderes, als der Commander erzählt hat. So. Da steht, ja. Informationen über die aktuellen Aktivitäten der Aliens erhalten. Es laufen bereits Vorbereitungen, um diese düsteren Ereignisse zu durchkreuzen, bevor sie umgesetzt werden können. Gegenmaßnahmen sind in Kürze verfügbar. Ach so, das heißt, noch können wir gar nichts auswählen. Ich glaube, wir müssen darauf warten und dann dürfen wir uns entscheiden, ob wir was dagegen tun wollen oder nicht. Okay. Commander, der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Advent versteckt. Leider so gut, dass wir über das Gebiet fliegen und es vollständig scannen müssen, wenn wir das Zeug für uns bergen wollen. Wenn ich jetzt auf Untersuchen drücke, fliegen wir dann direkt dahin? Hoffe nicht. Ich mach das mal, ne? Ja. Commander, wir müssen diese Region erst vollständig scannen, bevor wir den Kontakt zum lokalen Widerstand herstellen können. Ich empfehle, hier zu bleiben und den Scan zu beenden, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay. Ja, wir blind da. So, also nochmal 3 Tage hier sitzen. Was ist das? Ah, das ist die Mission. In Westafrika. So nee. Kann man schneller über die Karte switchen. Und hier ist irgendwas Wichtiges. Da ist zumindest ein Ausrufezeichen dran. Achso. Keine Ahnung. 3 Tage noch. Let's go. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Der könnte auch Schlagzeilen für die Zeitung schreiben. Ja gut, willst du einmal zur Forschung gehen? Klicke hier, wenn du das Ergebnis des Forschungsergebnisses sehen möchtest. Nummer 3 ist wirklich interessant.
Wir machen ein neues Forschungsprojekt, richtig? Ja. Trotz einer gründlichen Analyse muss ich immer noch herausfinden, welche Vorteile die gewaltigen Augen des Advent-Hybrid-Soldaten bieten, falls es überhaupt welche gibt. Ihre Sehschärfe zu messen, dürfte sich als schwierig erweisen. Stimmt, das war der Scanner. Da kann man, glaube ich, das Schlachtfeld scannen. Cool, der Gefechtsscanner ist zur Fertigung verfügbar. Dann haben unsere Ingenieure ja auch bald was zu tun. Weiter. Neuer Gegenstand verfügbar, der Gefechtsscanner. Er bietet zusätzliche Sicht auf das Schlachtfeld. Soldaten setzen ihn wie eine Granate ein und werfen ihn in einen verdeckten Bereich der Karte, den sie aufdecken möchten. Verborgene oder getarnte Einheiten werden dabei ebenfalls enthüllt. Es gibt verborgene oder getarnte Einheiten? Ja, die Zivilisten. Ja, genau, die sind wahrscheinlich getarnt. Getarnt. Ne? Oder vor, ja, cool. Ja, gut. So, jetzt kaufen wir uns die Alien-Verschlüsselung, richtig? Weil das ja Ziel ist. Ja. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja, von dir hören wir auch vorher noch, keine Sorge. Was ist eigentlich jetzt mit der... Haben wir jetzt nicht noch mehr... Es gibt auch irgendwie zwei Doktor, haben sich angeschlossen. Ist das in der Waffenkammer oder in der Technikabteilung? Also hier sind immer noch... Ja, okay. Oder wie sich das Wissenschaftler... Schon. Das sind jetzt die beiden hier, ne? Ja. Status verfügbar. Heißt es, sie machen nichts? Oh Gott, ich habe Angst, dass sie nichts machen und wir hier total time wasten. Advent machte ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Hier sind auch noch die beiden. Kampagne, ist das, vielleicht sind die Belohnung für das Erforschen von... Und führte zu einem für den Kontakt herstellen. Ja. Ach so, das meinst du. Die meisten neuen ich höre ihm jetzt nicht zu, das ist mir zu nichts von Chip-Bedingungen ja. Tschüss. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Dann fangt an. Ja, ja. Gucken, was morgen passiert. Bin ich nichts? Ach, so, was steht da? Kontakt hergestellt, Neu-Chile. Vigilo Confido, Commander. Die Einwohner von Neu-Chile sind bereit, XCOM zu helfen, wo immer wir können. Das war nicht so ganz chilenisch. Egal. Neue Einnahmen, 60 Vorräte. Neue regionale Kontakte gefunden. Sehr gut, wir können nach Brasilien telefonieren. Und nach Neu-Australien. Signal ist laut und deutlich. Sehr gut. Vorratslieferung verfügbar. Super. So. Feuergefecht Afrika, verlassene Kolonie Afrika. Sind das nicht alles drei Missionen noch irgendwie? Ich weiß noch nicht genau. Da können wir einfach Time Wasten. Das ist Time Wasten für Vorräte und das ist Time Wasten. Wo können wir denn dann kämpfen? Wir müssen, glaube ich, noch mehr diese Kontaktpunkte oben haben. Wie kriegen wir davon mehr? Weiß ich nicht genau. Ich auch nicht. Wahrscheinlich in der Technikabteilung. Aber die hat noch zu tun. Wir müssen erst Time wasten. Ja. Beförderung. Ach, hier steht auch, dass wir jemanden befördern können. Cool. Eieiei. Ja, was meinst du, Timo? Sollen wir nochmal ein kleines Päuschen einlegen und in der nächsten Folge zeigst du uns dann, wie du in das nächste Gefecht kommst? Natürlich. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Dann wollen wir mal sehen beim nächsten Mal. Gut, bis dahin. Tschüss.